Hallöchen, Freunde, willkommen zu einem weiteren Indie-Horror-Game. Wir spielen Babysitter Bloodbath. Das ist ähnlich wie das Power Drill Massacre, orientiert sich so ein bisschen an diesen 80er-Jahre-Slasher-Filmen, die man gerne sich in Videotheken ausleihen konnte, weil sie woanders nie veröffentlicht wurden. Deswegen auch dieses schöne VHS-Kassettencover hier wieder. Ist, glaube ich, sogar von denselben Machern wie Power Drill Massacre. Es geht darum, wir spielen ein Mädchen, das über Nacht auf einen kleinen Jungen aufpassen muss bei einer fremden Familie. Und alles schön und gut. Dummerweise geht in der Nachbarschaft ein verrückter Serienmörder um. Also verspricht ganz lustig zu werden. Ich freue mich drauf und wir starten das Spiel. Viel Spaß. So, das sind wohl wir auf dem Weg zu unserem Nachtdienst. Ding dong, jemand da. Hi Sarah, we glad you come. Also wir sind froh, dass du ja so kurzfristig kommen konntest. Also wir heißen Sarah und sehen komisch aus. Let me take your coat. Lass mich deine Jacke nehmen. Sehr zuvorkommend, diese Familie. Hallo Sarah, wir sind froh, dass du so schnell kommen konntest. Ja, Linda sagt nochmal das Gleiche. Gott, wie sehen die aus? Okay, das spielt wohl wieder in der Vergangenheit, in den 80er Jahren, als solche Filme sehr up-to-date waren. Billy freut sich wirklich, dich zu sehen. Ja, Billy ist wohl dieses hyperaktive Nervkind, geht mir jetzt schon auf den Sack, dass hier ständig durch die Gegend läuft. Kein Problem, Mrs. Johnson. Bevor wir gehen, hast du noch einige Fragen? Wie kann ich euch erreichen? Ja, könnt ihr mich bezahlen? Eigentlich gleich das Wichtige, ja, zur Bezahlung, aber ich will nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Du kannst dir diese Telefonnummer aufschreiben. 555-7898. Das mache ich am besten auch mal. 5 Nase. 7898. Werde ich bestimmt noch brauchen. Okay. Noch sonst? Sonst noch was? Noch sonst was? Wann soll ich Billy ins Bett bringen? Oder wie lange bleibt ihr weg? Ja, wann soll das kleine Billychen ins Bett? Ja. Mach dir keine Sorgen, er sucht sich seine Schlafenzeit selbst aus. Och ja, die antiautoritären Eltern, das rächt sich irgendwann. Das Kind wird irgendwann so unausstehlich, dass man es nur noch... Okay, aber ist nicht mein Kind, ist nicht mein Problem, ich bin nur für heute Nacht da. Scheiß drauf. Feel free to do whatever he says, also tu einfach immer, was er dir sagt. Hier! Er tut, was ich ihm sage. Sobald die Eltern aus dem Haus sind, hier hat er zu gehorchen. So, wir gehen. Wir reden nochmal, wenn wir zurück sind. Jo, tschüss. Schönen Abend im Swingerclub. Wow. Okay. Wir können hier zwischen Video, also zwischen Filmmodus und erster Perspektive und dritter Perspektive wählen, aber ich habe die dritte gewählt, weil Filmmodus sieht zwar stylisch aus, aber die Steuerung ist die Hölle. So, muss ich jetzt dieses kleine Nervkind erstmal einfangen? Ich habe so den Eindruck. Na, wo bist du denn? Da bist du, hab ich dich. I wanna watch TV! Okay. Guckt euch mal das Kind an, der sieht strange aus. Der hat erstens keinen Hals und irgendwie der Kopf. Das sieht aus wie ein Erwachsener, also ein kleinwüchsiger Erwachsener. Also sehr creepy. Billy will Fernsehen gucken, ja. Wenn er jetzt selbst den Fernseher nicht anmachen kann, muss ich das machen. Turn on the TV. Ja. The power button appears to be broken. Okay, der Einschaltknopf ist abgebrochen. Muss ich die Fernbedienung irgendwo hier suchen, finden? Da liegt nur Krempel. Spielzeug vom kleinen Billy. Hey, ich krieg dich! Und dann gibt's so den Arsch voll.
Arthas sagt das auch. You have to find the remote control. Wieso ich? Du rennst doch hier so rum wie so ein Gestörter. Alter, geht der mir schon auf die Eier. Meine Fresse. Die Küche, wie nett. Was haben wir da? Will you take the cereal box? Ja. Wir können, glaube ich, unser Inventar mit... Wie schlast... Ja, genau. Wir haben Cereals schon mal. Toll. Und wie schlast können wir mit VHS-Videokassetten das Spiel speichern. Die sollen hier irgendwie rumliegen und die müssen wir in einen Videorekorder stecken. Und dann können wir speichern. Oho. Fleisch, 3 Dosen Bier und was ist das? Milch. Kann ich irgendwas nehmen? Will you take the milk? Gerne. Oh, Hilfe! Fast im Kühlschrank eingeklemmt. Kann ich das jetzt kombinieren mit den Cereals? Moment, Cereal Box kombinieren mit Milch. You made cereal! Cool! Kann ich das dann essen irgendwann? Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Moment. Das Haus ist komisch aufgebaut. Was soll diese Musik jetzt? The door to the basement. Open it? Eigentlich nee, aber ich muss garantiert eh noch runter. Abgeschlossen? Schön. Das finde ich gut. Was haben wir da? Hallo? Okay. Oh, Arbeitszimmer, wie mir scheint. Store your items. Ah! Ich kann hier... Okay, ich kann hier anscheinend Sachen ablegen. Anscheinend ist unser Inventar nur begrenzt füllbar und was wir irgendwie nicht mehr brauchen, können wir hier ablegen. In diesen Safe. Ach, da ist ja schon eine Videokassette. Will you take the VHS Tape? No. Jetzt sehe ich noch keinen Grund zu speichern. Ich weiß auch nicht, ob wir auf einer Kassette nur einmal speichern können. Ich glaube nämlich, das ist so. Und wir speichern besser erst nachher, wenn es nötig ist, ne? So, gut. Gehen wir mal die Treppe hoch. Diese kleine Mistkröte nervt mich. Mal sehen, ob er noch drauf geht. Nein, natürlich nicht. Das wollen wir nicht. Open the door. It's locked. Dann frag mich auch nicht, ob die Tür öffnen will, wenn sie abgeschlossen ist. Okay, das ist wohl das Zimmer des kleinen Satansbraten hier. Okay. Ein Auto. Was ist das? Ein komischer Bär. Noch ein Auto. Verkehrspulle. Oh, ui, die Fernbedienung. Geilomat. Schönes Ding, du. Nothing interesting here. Was sind das? Bücher. Okay. Oh, ich kann in ein begehbarer Kleiderschrank. Mädels, sowas hättet ihr doch gern, oder? Oder habt ihr einen? Um all eure 10 Milliarden Paar Schuhe darin aufzubewahren. Ja, ich kenne euch doch. Was soll diese Musik? Das gefällt mir nicht. Lass mich raus hier. Der Schrank des Grauens. Looks like goes another bedroom. Okay, ist wohl das Elternschlafzimmer. Da drin sind bestimmt schon die Leichen aufbewahrt. Was ist das? Weiß ich nicht. Rusted Laundry Hatch open it. It won't budge. Es will sich nicht rühren. Okay, gehen wir mal nach unten. Machen für den kleinen Billy Boy die Glotze an. Wo war das Wohnzimmer noch gleich? Da nicht. Doch, oder? Das Haus hat einen komischen Aufbau. Oh, man verläuft sich hier schnell. Ah, doch hier. So. Boah, nervt er mich. Turn on the TV. Geht das jetzt? Yeah, the TV is on. Okay. Oh. Und er setzt sich hin. Okay. Was läuft denn da? Kann ich nicht erkennen. Doch, ich kann's erkennen. Oh, das ist die Nacht der lebenden Toten, glaube ich. Ja klar, ich erkenne die Musik auch. Ganz grandioser Horrorfilm, kann ich nur empfehlen. Oh, dieses Telefon. Wer ist da? Hallo? Don't lie, don't lie. The game is up. The demons trail my legs to hell. What you say.
sit in your ivory tower. Don't you judge me, I see all. Nee, ist klar. Das wollte ich auch schon immer mal sagen. Hallo? Hallo? Ja, was denn jetzt noch? Telefonterror hier. Jill? Oh, achso, Jill hat angerufen. Hallo, Sarah. Jill! You scared the shit off. Du hast mich zu Tode erschreckt. Hä? Mit deiner, mit deinem Telefonstreich-Bullshit. Hä? Telefonstreich? Ich hab doch gerade erst angerufen. Nee, als du gerade angerufen hast. Ach so. Are you off meds again? Bist du wieder von deinen Medikamenten runter? Ich hab doch gar nicht angerufen. Ja, hatte ich doch recht, was ich eben gesagt hab. Wenn es nicht du warst, wer war es denn? Erinnerst du dich an den Typen aus dem Einkaufszentrum? Hast du ihn angerufen oder wirst du ihn anrufen? Will ich ihn anrufen? Nö. Ja, es hat goody two shoes at the time. Okay. That's not true. You're babysitting on Friday night. Okay, du babysittest am Freitagabend. Was bist denn du für eine Langweilerin, sagt Jill. Das ist ja eine tolle beste Freundin, die wir da haben. Du solltest mal rausgehen und ein bisschen Action dir geben. Should be out making money, ja. Sarah ist vernünftig, die will lieber Geld verdienen, als es auf den Kopf zu hauen. So, diese Geräusche sind übrigens vom Fernsehen, vom Film. Call that guy, do you have this number? Das zwingt mich, diesen Typen anzurufen. It's in my coat. Ach, okay. Die Nummer ist in der Jacke. Let me know how it goes. Oh! Muss ich wieder eine Nummer aufschreiben. Also die Nummer von der Freundin, Jill? 5, 5, 5, 8, 3, 4, 5. Okay. Die Jacke, die haben wir doch in den Schrank gehängt. Oder die hat der Vater in den Schrank gehängt. Jetzt frage ich mich nur, wo der ist. Schaut aus, Boxen sein Stuff. Hunter, hier ist es finster wie im Arsch. Wie im Affenarsch. Wow. Und hier? Just some codes. Ah! Looking for this? Jack's number. Give that back. Dieses kleine Arschloch. So ein kleiner Lauser. Ich glaube, ich mache mit dir mal dasselbe, was die hier in dem Film machen. Oh, jetzt hätte ich ihn fast gehabt. Kleiner Penner, du. Wo ist der? Oh, hab ich dich. Okay. Haben wir jetzt die Nummer? Haben wir jetzt die Nummer? Kurz gucken. Ja, Jack. 555, jetzt schreibe ich mir das auch noch auf. Jack ist 555. Nase. 9124. Okay. Wenn tausende Telefonnummern hier notieren, Wahnsinn. So, würde ich sagen, rufen wir ihn gleich mal an. 555-9124. Hallo? Hallo, Jack. Hier ist Sarah, die kleine Schlampe aus dem Einkaufszentrum. Oh, hallo, Sarah. Willst du irgendwas Lustiges heute Abend machen? Trinken, Briefkästen kaputt schlagen und Kühe Tipping Chaos hier, Kühe umschmeißen. Schlafende Kühe umwerfen, das machen die Bauernjungs ganz gern, ne? Was für eine Action. Cool, ja. Das hat man gemacht in den 80ern. Ich hab kein Likör mehr oder kein Schnaps mehr. We can hang out if you have some. Also, das ist cool, Jack. Falls du Schnaps hast, können wir den Abend zusammen verbringen. Das ist mein Standpunkt. Der Jack, der ist mir gleich sympathisch. I can get some. Okay, ich kann welchen besorgen. Komm um 11.30 Uhr rüber. Okay, bye. Soll ich die kleine Schlampe Jill gleich anrufen hier? 555-8345?
Hallo? Hi Jill, ich bin Sarah. Michelle Geller, boah, kleiner Scherz. Die war doch in den 80ern noch nicht bekannt, oder? Buffy. Nein, deine Freundin Sarah. Oh hey, what you doing? Was tust du? Would you stop calling me at the time, bitch? Die Dialoge sind ja aller, die sind ja, oh, köstlich. I think she hung up. Okay, die kann mich ab sofort mal kreuzweise am Aschermittwoch besuchen. So, ich gehe nochmal hoch. Vielleicht gibt's da Schnaps für den Freund, damit wir ihn stilllegen können. Die konnte ich nicht öffnen. Kann ich auch immer noch nicht. Vielleicht gibt's im Zimmer des Jungen Schnaps. Nee, gibt's nicht. Elternschlafzimmer? Ne, ist das das Elternschlafzimmer? Ich weiß es gar nicht. Oh, da liegt irgendwas. Was liegt denn da? Was liegt denn da? Kann ich nicht nehmen, ne? Was? Will you take the pocket flashlight? Ach, geil! Jetzt kriegen wir doch noch eine Taschenlampe. Wie kann ich die aktivieren? Mit F? Oh ja, tatsächlich. Geile Scheiße. Okay, Schnaps, wo gibt's hier Schnaps in dieser Bude? Oh, waren wir hier schon drin? Hier waren wir noch nicht drin. Cool, da ist Schnaps. Sehr schön. Open the liqueur cabinet. Yes, it's locked. Na super. Wo kriegen wir jetzt hier den Schlüssel her? A turntable. Too bad I only have Ornette Coleman LPs here. Ach, hier ist das Fummelzimmer der Eltern, hä? Hier ziehen die sich wahrscheinlich zurück, wenn dieses kleine hyperaktive Dreckskind ein bisschen nervig wird. Dann machen die hier Ringelpiez mit anfassen. Wahnsinn! Die Familie ist ja der Hammer. Die Familie ist ja der absolute Hammer. Okidoki. Vielleicht können wir den kleinen Bengel mal befragen, wo der Schlüssel zum Schnapsschrank ist. So wie der aussieht, weiß er das. Wo war das Wohnzimmer da? Da läuft immer dieselbe Szene des Films. Hallo Billy, haben deine Eltern einen Likörschrank? Oh, den haben wir doch schon gefunden. Wahrscheinlich hätte ich ihn zuerst fragen sollen. Gibt's keinen Extra-Dialog. Ja, aber du kannst ihn ohne den Schlüssel nicht öffnen. Wo ist der Schlüssel? Ich gebe ihn dir nur, wenn du mir was kochst. Ich geb dir gleich, du kleiner Bastard. Geil. Ich sag das. Das habe ich jetzt echt nicht gewusst. Ich kenne das Spiel nicht. Herrlich, herrlich. Ich muss einen Weg finden, ihn loszuwerden. Wir sind ja cool drauf. Aber Moment, wir haben ja die Cerealien gemacht. Die können wir ihm bestimmt geben. So. Also wir equippen mal die Cerealien. Moment. Ich habe Hunger. Hier, ess das. Cereals? Am Abend? Ja, das kennst du von deinen Kackeltern nicht. Gib mir den Schlüssel, bitte. Okay, ich hab ihn. Sehr schön. Okidoki. Hoch, Schnaps holen. Jetzt wird das Spiel langsam lustig. So, falsche Tür. Das Spiel gefällt mir. Doch, macht Spaß. Außer der Junge. Der geht mal ein bisschen auf den Zinkel. Ja, möchte ich? Okay. Schaka. Jetzt haben wir die Flasche. Gehen wir mal runter. Jetzt kommt wahrscheinlich der versoffene Freund gleich. Soll ich den nochmal anrufen jetzt? It's dark and scary outside. Open the door. I shouldn't go alone. Oh, Pussy, du. Boah, Hilfe. Was muss ich jetzt machen? Da ist ein Radio. Aim Radio, turn it on. Oh! Amerikanisches Radio. We apologize for the interruption, but for the matter of your safety and well-being,
We have received reports that a mental patient has escaped from Lincoln State Hospital and should be considered extremely dangerous. I repeat, do not try and approach any suspicious persons, but rather alert your local authorities immediately. Fugitive's name is Nicholas Burr, 38, approximately 6'4", 240 pounds, armed and dangerous. The apprehension of Burr is a top priority. Please contact the Sheriff's Department if you have any information about his current whereabouts. God bless and stay safe. Dankeschön. Oh, da liegen Marlboro auf dem Tisch. Kann ich die nehmen? Radio wieder ausmachen. Okay, also da wurde gerade gesagt, ja, das, was ich schon befürchtet habe, ein Geisteskranker ist aus der Nervenheilanstalt geflohen und geht jetzt hier in der Nachbarschaft um. Wir sollen die Türen und Fenster schließen. Was ist mit dem los? Ist der tot? Guckt euch mal an, wie der Junge aussieht. Er sieht aus wie ein Erwachsener in einem Körper von einem Kind. Mensch. Achso, Fernseher kann ich nicht abschalten. Kann ich nichts machen mit dem Kind? Ich kann über ihn drüber laufen, na super. Oh, wo sind wir jetzt? Ah, Badezimmer. First Aid Kit, auch nicht schlecht. Nehme ich doch gleich mal mit. Wo kommt denn diese Musik her? Ich habe das Radio doch ausgeschaltet in der... Soll ich den Freund nochmal anrufen? 555-9124. Hey, Jake, it's Sarah from the mall. Oh, Sarah. Are we still getting drunk? Yeah, but still working on the bottle. Okay, call me when you have one. Ich hab doch schon eine. Oder muss ich die equippen? Ja, ich muss die equippen. Ja, ich hab doch die Flasche, du Trottel. Nochmal probieren. Ist die falsche Flasche? Das gibt's doch nicht. Willst du mich verarschen? Was muss ich jetzt machen? Wo bin ich hier? Ah, das ist dieser Raum hier. Okay. Dieser seltsame Raum hier mit den... Hier können wir das Spiel abspeichern. Könnten wir eigentlich mal machen jetzt. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt nur einmal speichern können. Record your progress. Yes. Empty. Klick. Achso, hier muss ich Spielstand reinschreiben. Moment. Wurst. So, die Wurst ist gespeichert. Und dann würde ich mal sagen, beenden wir diese erste Folge von Babysitter Bloodbath. Ich denke, in der zweiten geht es dann erst richtig zur Sache hier. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dann. Tschüssi! Das ist extrem creepy. Okay. Wo hältst denn du die Taschenlampe, Megan? Es gucken auch Kinder zu, bitte. Hallo? Du wirst gleich genug zu denken haben, wie du hier dein Leben retten kannst. What the shit? What, what, what? So, seid ihr jetzt alle wach? Schön.